Aber jetzt kommt's, wir haben hier 18 Ampere dauerhafte Belastung mit Strom, was bei normalen Wechselrichtern so immer so 12 Ampere rum ist. Moin, willkommen bei Review Mirror mit etwas ganz Neuem. Und zwar einem Wechselrichter, den Namen habt ihr noch nie gehört. Beni. Das ist das gute Teil. Beni, was ist das jetzt, Beni? Hier. Das ist ein 600 VA Wechselrichter. Ganz normale Spezifikationen, wie sonst auch. Bis 60 Volt DC, 16 bis 60 Volt DC Range, 24 bis 50 Volt MPP Range. Aber jetzt kommt's, wir haben hier 18 Ampere dauerhafte Belastung mit Strom, was bei normalen Wechselrichtern so immer so 12 Ampere rum ist. Und das ist hier natürlich ein bisschen höher. Warum ist das höher? Ja, ihr seht hier, 600 Watt Wechselrichter. Wir haben hier aber nur zwei Eingänge. Und dann kommen wir gleich hier zu den Accessoires, die dabei sind. Ihr seht jetzt hier, das ist so Parallelkabel. Das heißt hier ein Eingang und zwei Ausgänge. Und dann kommen wir hier mit diesen beiden da drauf. Hier. Und dann haben wir hier jeweils zwei für ein Solarmodul. Haben also zwei Solarmodule hier dran, können die hier dran betreiben. Das schauen wir uns doch alles mal an. Und 620 VA hat er sogar schon ein bisschen mehr. Und besonderes Merkmal an dem Ding ist, wir haben hier einen ganz besonderen AC-Anschluss. Das ist kein Battery oder sowas, sondern das ist ein AC3, so ein AC-Bus-Kabel. Und da war zwar ein Adapterkabel dabei, welches gerade runtergefallen ist. Ich gehe es jetzt nicht holen. Es sieht genau so aus wie da. Und ich habe den Hersteller gefragt, die meinten, ich soll das einfach aufschneiden. Und ich habe mich aber dazu entschieden, bei einem Shop, blende ich euch ein, da könnt ihr das Kabel kaufen. Und dann passt das hier drauf und ihr habt ein offenes Ende und könnt das halt ganz normal hier auf Schuko adaptieren. Das ist aber noch nicht alles, denn wir haben hier noch ein Netzwerkkabel und da kommen wir hier zur DTU. Das ist die Box hier und die Box, die kann die Daten von dem Wechselrichter quasi ins Netzwerk geben. Und da ist sogar noch ein Filter dabei, der diese Daten über PLC in der Leitung ausfiltert, sodass ihr euer Netz nicht verschmutzt damit. Und das ist halt eine gute Sache und dann könnt ihr über App darauf zugreifen. Und das Ding hier hängt am Netzwerk. Genau, so sieht das aus. Und ob das eine gute Sache ist und das Ding hier hält, was es verspricht, jetzt schon wieder was runtergefallen, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich hänge das an die zwei Trina Solar 395 Watt Peak. Dann werden wir den mal rennen lassen. Dann werden wir mal schauen, wie das mit der App aussieht, wie das mit diesem PLC-Teil und mit diesem Netzwerkfilter hier geht. Und ich werde euch eine Auswertung machen auf meiner App. Und dann könnt ihr mal schauen, wie das Ding hier performt, ob das was ist. Und vor allen Dingen natürlich den Langzeittest. Und ich werde dann im nächsten Video auch wieder über diesen Beni hier berichten. Fragen, Kritik, Anregungen dazu runter in die Kommentare. Bleibt stabil, bleibt gesund, bleibt vor allem lieb. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.